Moinsam, da ist er ja. Ja, apropos, da ist er ja. Das Spiel, was ihr jetzt da gerade seht, das Dorf ist einfach nur im Hintergrund zur Hintergrundbelustigung. irgendwann müssen wir auch mal gucken. Huch, unser Raumschiff wurde. Wir kontaktieren mal, ist jetzt mal egal. Lass es einfach mal laufen. Irgendwann müssen wir mal gucken, wann die Kolonie dort die Kolonie weitermacht. Ne? Das ist aber ein Infovideo. Was für ein Infovideo? Was will er denn jetzt hier? Er hat eine Erkältung. Ja, ja, versuche nicht die Gesichter anderer zu. Ja, ja, genau. Lies dann mal nicht hin. Ist jetzt egal. Ich lasse das einfach mal. Warte mal, können wir hin? Es geht nämlich hier. Wieso ist das rot? Zerstört. Warum? Egal, reparier's mal. Wer auch immer. Infovideo. Es gab in letzter Zeit sowieso wenig Videos wegen Krankheit. Ne, das habe ich schon mal gesagt, die nicht ganz ohne ist. Aber einige haben es vielleicht mitgekommen, andere nicht. Ist immer so eine Sache. Vor mehreren Tagen erreichte mich eine Push-Nachricht von dem YouTube-Studio-App, ne, wo man sein Content mitverwaltet. Und eine E-Mail gleichzeitig. Ich habe als erstes die E-Mail aufgemacht, stand dann da drin. Sehr geehrter Herr Blub, also das war dann der Kanalname. Sie haben gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Ihr Account wurde gelöscht. Und weg war der Kanal. Nicht deaktiviert, nicht pausiert, gelöscht. In der E-Mail steht natürlich nicht drin, gegen was man verstoßen hat und mit was. Das war's. Unten drunter dann noch, hier unter diesem Link können Sie Widerspruch einlegen. Erst habe ich gedacht, was ist denn das hier für ein Betrugs-E-Mail? Ist aber keine Betrugs-E-Mail gewesen, weil kurz die App aufgerufen, die auch eine Push-Nachricht geschickt hat, kam dann nur der Info, dieser Account existiert nicht. Denke ich, what? Okay, Link aufgerufen. Für Widerspruch oder halt mal, um mal Infos zu bekommen, was das jetzt da für ein Käse ist. Und wie der Teufel es so will, das geht natürlich nur, wenn man eingeloggt ist. Loggt euch mal ein mit einem gelöschten Account. Gut, ne? Denial-Problem, sage ich da jetzt einfach mal nur so. Ich also auf die Suche gegangen, online, wie kontaktiert man YouTube, was übrigens gar nicht einfach ist. Ne? Weil diese Community-Foren, die es da gibt, sind sowieso nur von anderen Benutzern, die sowieso nur eine und dieselbe Antwort immer geben, ja, wenn es dir nicht passt, geh doch woanders hin. Helfen tun die nicht. So, also weitergesucht, bis ich dann irgendwann mal einen Link gefunden habe in den Tiefen von YouTube. Das ist ein Kontaktformular, wo man sich über sowas beschweren kann. Widerspruch einlegen. Man gibt also seinen Kanalnamen ein. Man benutzt in der Regel dieselbe E-Mail, mit dem der Account registriert war. Und tippelt dann los und sagt, dafür hat man 1000 Zeichen. Mehr ist nicht, ne? Das Problem war, über mehrere Tage hinweg war beim Absenden Rettung anbieten. Die vorbeifahrende Raumschiff bietet an, einen Rettungskap zu schicken. Aber es hat nur Platz für einen Passagier. Ja, mach mal. Nimmst du dann geworden? Ja, mach. Und wo war ich stehen geblieben? Genau. Und dann habe ich also da das Formular ausgefüllt und über Tage hinweg war beim Absenden nur die Meldung, es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Über Tage. So lange war das. Ach, das ist ja schon das Raumschiff. Immer. ich mach mal Pause. Können wir ein bisschen gucken. Ist ja jetzt erstmal wurscht, ist ja nur Hintergrund. So, dann habe ich weiter versucht über andere Kontaktformulare, immer wieder, bis dann irgendwann mal der gesunde Creator Support geantwortet hat. Der Creator Support hat in der ersten E-Mail auch nichts anderes gesagt mit, ja, du hast gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, dein Account wurde gelöscht, hier kannst du Widerspruch einlegen. Und wieder der Link, wo man sich vorher eigentlich einloggen muss, was nicht geht. Ich habe gesagt, darf doch nicht wahr sein. Ne? Und war aber der Vorteil, der Creator-Account hat mit einer E-Mail-Adresse geschrieben, die nicht keine Antwort-E-Mail-Adresse war, was bei den anderen davor immer war. Man konnte also den antworten und da wurde eine Ticketnummer erstellt. Einen Screenshot geführt und habe gesagt, hör mal zu, wie soll ich denn den Link benutzen, wenn ich mich nie einloggen kann? Immer mit der E-Mail-Adresse, die dann Account hatte, ne, damit die einem verifizieren. Und ganz wichtig, jegliche Art von Kommunikation war freundlich von mir. Keine Scheißwörter, Entschuldigung. Also wirklich freundlich, sachdienlich und so weiter und so fort. Dieser Creator-Account hat dann gesagt, okay, dann benutze mal diesen Link. Das war irgendein individuell erstellter, der hatte nichts mehr mit dem anderen zu tun. Und da konnte ich dann meinen Widerspruch einlegen, ohne mich einzulocken. Das ging, habt ihr die Sache erklärt, weil vor allen Dingen fand ich es wirklich nicht gut, wenn YouTube oder als Creator kriegst du irgendwie jede Woche Umfragen ins E-Mail-Postfach, willst du da teilnehmen und wir sind ja alle freundlich und hier offen und Kommunikation, schlag mich tot.
Aber die schicken dir nur eine E-Mail, du hast gegen Nutzungsbedingungen verstoßen. Wir sagen dir nicht gegen welche und wir sagen dir nicht mit was. Jo, damit musst du leben, ne? Ich also Widerspruch eingelegt. Hab die Sache nochmal erklärt mit dem Widerspruch und dann ging es eine E-Mail, da konnte man auch mehr als 1000 Zeichen. 1000 Zeichen hören sich viel an, sind es aber nicht. Wenn man mal anständig kommunizieren will und nicht irgendwie nur so Totschlagargumente, sachlich kommunizieren, habe ich gemacht. Das hat wieder gedauert und vielleicht einen Tag, anderthalb. Und dann kam dann irgendwann, und das ist jetzt der Punkt, die erste Sperrung. Da wurde dann gleich in der E-Mail gesagt, also wie das dann gesagt hat, dein Account wurde gelöscht, du hast verstoßen, dass das eine KI überprüft hat. Eine KI war der Meinung, dass ich gegen irgendwelche Nutzungsbedingungen verstoßen habe. Sagt aber nicht was, mit was und sagt auch nicht gegen was. Das weiß ich übrigens heute nicht. Das hat mir nie jemand gesagt. Welches Video hat gegen irgendwas verstoßen? Auch gegen was? Da kam dann noch wieder, wir haben deinen Widerspruch geprüft und sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, ja, wir schalten dich mal wieder frei. Oder aktivieren wieder, weil es war ja offiziell eigentlich gelöscht. Das war dann gestern. Vorgestern. Ich glaube, das Video seht ihr morgen. Das Video seht ihr jetzt hier am Freitag. Ich nehme es am Donnerstagabend auf, genau. Und der wurde am Mittwochabend freigeschaltet, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist jetzt so eine Sache. Es war, was ich nicht gut fand, ist erstens, du kriegst einfach nicht gesagt, mit was und gegen was du verstoßen hast. Und die Kommunikation ist am Anfang unheimlich schwierig herauszufinden, wie kontaktiert man denn jetzt YouTube als Creator. Das ist ein bisschen, es hat ja funktioniert. Ich finde es halt schade, dass man nicht weiß, was war denn der ausschlaggebende Punkt. Wenn es eine KI war, dann kann die auch einen Fehler gemacht haben. Es geht ja nicht nur darauf, was du zeigst in diesen Videos, sondern die analysieren ja auch die Sprache. Du darfst ja auch bestimmte Schlagwörter, solltest du nicht benutzen. Ja? Es ist auch, glaube ich, nach den Benutzungsregeln nicht erlaubt, bin ich aber nicht mehr ganz sicher, aber ich habe es mal gelesen. In einem bestimmten Zeitraum ab Start eines Videos bestimmte Worte nicht benutzen, ansonsten hast du ein Problem. Weiß ich nicht, Schimpfwörter, andere Wörter, wie auch immer, weiß ich nicht. Ne? Mich hätte jetzt gerne mal, mich interessiert das schon mal, bei was die KI angeschlagen hat. Oder hat die irgendwie drei Videos hintereinander geprüft innerhalb von wenigen Sekunden und hat dann drei Strikes gegeben und dann gesperrt, würde aber nicht passen, denn wenn man einen Strike kriegt, kriegt man eine E-Mail, du hast einen Strike, du hast noch so und so viel frei, aber diese E-Mails habe ich ja nicht bekommen. Also war es in irgendeinem Video, was das ausgelöst hat. Es könnte sein, dass das Cyberpunk war. Ich bin mir nicht sicher, weil die letzten Spiele waren ja alles Aufbauspiele. Meine Wortwahl, die ist zwar manchmal vielleicht grenzwertig, aber eigentlich bin ich innerhalb der Regeln. Es könnte eigentlich meiner Meinung nach Cyberpunk sein. Diese Videos sind alle gelöscht jetzt. Cyberpunk. Bis auf eins, wo ich einfach nur einen Tipp gebe, wie man die F-Taste fürs Beschleunigen benutzt. Irgendwie was das da, ne? So ein kleines How-To-Video, 8 Minuten. Der komplette Let's Play von Cyberpunk ist entfernt. Es ist zwar schade, ich habe sogar das Add-on-Videos alle, die sind nie freigeschaltet worden. Die sind auch nicht mehr auf YouTube, weil nie veröffentlicht. Das ist erstmal weg. Ich wüsste jetzt nicht, welches Video das sonst irgendwie ist. Oder ob es, ne, es kann ja auch ein Thumbnail sein, was gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Es kann der Name eines Videos sein. Was auch manchmal vorkommt, man gibt ja das File, dem File, was man hochlädt, den gibt man ja auch einen Namen. Und manchmal kommt es vor, ich arbeite dafür mit Abkürzungen. Dass die Abkürzungen vielleicht im englischen Sprachraum für irgendwas stehen, was nicht geduldet ist, aber wir hier im deutschen Sprachraum, für uns das vollkommen normal ist. Man weiß es halt nicht und man wird halt darüber nicht aufgeklärt. Ist so eine Sache, aber der Kanal ist wieder da. Ich werde ja noch ein paar Videos aufnehmen, werde wieder in den nächsten Tagen. Es gab ja auch ein paar Mods für Cities Skylines 2. Da habe ich, ja gut, wie der Kanal gesperrt war, habe ich ein bisschen an dem Spiel weitergemacht. Das ist also nicht mehr auf dem Stand, wie es vorher war. Nicht aufgenommen, obwohl ich es privat gemacht habe, war Manalords. Habe ich nicht aufgenommen. Gibt es dann am Anfang wahrscheinlich auch kein Let's Play. Der Gefängnisarchitekt wird kommen, wenn wir Let's Play machen. Der kommt aber, glaube ich, erst im Mai. Müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall ist der Kanal jetzt wieder da und ich, wie gesagt, habe eigentlich alle meiner Meinung nach verdächtigen Videos, die das irgendwie ausgelöst haben könnten, gelöscht. Bin mal gespannt, was das wird. Bedanke mich. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Ne? Und retten wir jetzt mal noch nicht. Vielleicht machen wir hier mal weiter, um zu gucken. Wir müssen ja hier noch unsere Kolonie müssen wir hier auch noch retten. Ne? Also, bis dann. Ciao.